Statement zum heutigen Spiel. Guten Abend. Jetzt erstes natürlich gratuliere ich dem Team und seiner Mannschaft für verdienten Sieg. Wir sind im ersten Drittel natürlich durch das frühe Tor gut ins Spiel gekommen und die ersten 7-8 Minuten. Wir haben eigentlich da weitergemacht, wo wir am Sonntag aufgehört haben. Und das Spiel war alles okay bis dahin. Es war ein offenes Spiel, kaum Schüsse aufs Tor gebracht von beiden Mannschaften. Und irgendwie nach dem ersten Gegentor haben wir aufgehört, das zu machen, was uns eigentlich gut macht. Und haben versucht, so schnell die Scheiben nach vorne zu bringen. Und ja. Man muss ganz ehrlich sagen, ich hatte heute so ein Gefühl, dass meine Mannschaft auf der Käse gelaufen wäre. Und die Beine waren sehr, sehr müde aus. Und natürlich, wenn man 3-1 und 4-1 hinten ist, dann wird der Kopf auch müde. Aber wie gesagt, ganz verdiente Sieg für Frankfurt. Ja, Dankeschön, Herr Viala. Tim, Glückwunsch zum ersten Derby-Sieg gegen Bad Nauheim. Thank you. Yeah, it's about time for a home derby win. Didn't start off very well. Just incredible atmosphere in the building. It was loud early on, and when that first goal went in on the first shift, you know what? We never lost sight of the plan. And I thought from that moment on, particularly the rest of the first and in particular the second period, was the way we're capable of playing. You know, to a man, we had some terrific contributions tonight. I thought Marco Flager was excellent, and the support from Nürnberg continues to be very important for us. But, you know, I'm pleased with the direction that we're moving in. We're starting to compete better. We're starting to execute better. And the 9 points from the 3 games this weekend are the result. So, Petri, to you and your team, Merry Christmas, and to everybody, Frohe Weihnachten. And wann ist der nächste Heimspiel? 28 ist der nächste Heimspiel. Enjoy the holidays with your family. What a great crowd tonight. Thank you very much. Danke schön. Danke schön. Tim, und hier, meine Damen und Herren, die Übersetzung von Matthias Scholzer. Dankeschön. Ja, aus Tims Sicht war es jetzt Zeit für den ersten Derby-Sieg. Die Mannschaft hat vom Start weg eigentlich sehr, sehr gut gespielt, nie das Ziel aus dem Auge verloren, auch nicht, als Nauheim das erste Tor gemacht hat. Insgesamt war es von Anfang an eine tolle, tolle Stimmung heute in der Eissporthalle. Insbesondere hat er auch das zweite Drittel gelobt, in dem wir dann wirklich nochmal nachgelegt haben, Gas gegeben haben. Hat auch nochmal Marco Flegers Beitrag heute gelobt, der ja aus Nürnberg heute wieder da war, und auch nochmal die gute Kooperation mit Nürnberg hervorgehoben. 9 Punkte haben wir jetzt am Wochenende geholt, auch damit ist er natürlich generell zufrieden, ist genau der richtige Weg, sieht uns auf dem richtigen Weg. Und er wünscht Ihnen allen frohe Weihnachten, das wünsche ich natürlich auch im Namen der Löwen Frankfurt, auch natürlich unseren Gästen aus Bad Nauheim, und wir sehen uns dann am 28. Dezember wieder. Ja, das war's. Ja, danke schön. Gibt es dazu, zu diesem heutigen packenden Derby, irgendwelche Fragen? Nein, auch heute nicht. Aber wir haben ja noch die Endergebnisse. Kaufbeuren gegen die Lausitzer Füchse 2-6. Landshut gegen Kassel 2-4. Dresden gegen Rissersee ist im Penaltyschießen 1-1, steht es da nach Overtime. Wie? 2-1 gewonnen, Dresden. Dresden 2-1 gewonnen nach Penaltyschießen. Bei Ravensburg gegen Heilbronn stand es 5-3, die haben wir später angefangen. Bremerhaven-Bietigheim stand 2-1 und Grimmitschau gegen Rosenheim 3-1, wie es da aktuell steht. Hören Sie vielleicht gleich aus dem Hintergrund, Urmel. Grimmitschau-Rosenheim 3-2 aktuell. Bremerhaven-Bietigheim 3-1. Das war's. Da danke ich Ihnen schön. Wünsche Ihnen auch nochmal an dieser Stelle vom gesamten Löwenteam
ein wirklich schönes Weihnachtsfest. Ich hoffe, dass wir uns dann alle am 28.12. wiedersehen. Natürlich auch unseren Gästen ein wunderschönes Weihnachtsfest. Auch Ihnen noch ein schönes neues Jahr, dass Sie auch im neuen Jahr die dicksten Kartoffeln ernten. Rüben ernten im neuen Jahr. Wünschen wir natürlich ganz herzlich alles, alles Gute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. 28.12.18:30 Uhr Spielbeginn gegen Dresden. Dankeschön. Radio Bob und die Löwen Frankfurt rocken die Liga.